Die Wobau Wismar präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps auf Wismar TV. Ihr Zuhause in Wismar. Gut und sicher wohnen. Die Stadtbibliothek Wismar startet im neuen Jahr mit der beliebten Ausstellungsreihe Einblick in der Vitrine im Foyer. Seit dem 11. Januar bis zum 1. März sind Fotografien der nun in Dänemark lebenden Franziska Feigl zu bewundern. Die ehemalige Wismarerin hat ein ganz besonderes Hobby. Sie fotografiert sogenannte Bookfaces. Das ist ein beliebter Hashtag auf Instagram, bei dem ein Buchcover in einer passenden Umgebung inszeniert und fotografiert wird. Im St. Marien-Kirchturm ist seit dem 15. Januar die Lichtinstallation Dialog des Geistes zu bestaunen. Der Künstler Alfred Wolski möchte mit diesem Werk den geistigen Dialog als räumliches Erfahrungsfeld mithilfe kinetischen Lichtmustern darstellen. Auf beiden Seiten der Kapelle erzeugen Lichtmuster eine eindrucksvolle Verbindung zwischen Dichtern und Philosophen. Dieses Muster zeigt den Gedankenaustausch von Vertretern verschiedenster Religionen. Die Installation kann das ganze Jahr über von 10 bis 16 Uhr bewundert werden, sofern die Corona-Richtlinien nichts anderes bestimmen. Jeweils am ersten Mittwoch im Monat findet eine besondere Zusammenkunft im Treff im Lindengarten statt. Tillmann Kiele lädt zu einer bunten Gesprächsrunde ein, in der sich ausgetauscht und diskutiert wird und mit Respekt gestritten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reden hierbei über Mensch und Welt. Der Eintritt kostet hierfür 1 Euro. Die Wobau Wismar präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps auf Wismar TV. Ihr Zuhause in Wismar. Gut und sicher wohnen.